Ja, nur schnell diese Geschichte, weil ist sehr interessant. Oh, war ich so froh, endlich Wohnung oder endlich, immer vorher heißt es, tut es leid und so weiter. Und jetzt nach Unterschreibung von Vertrag frage ich Vermieter, darf ich wissen, warum ich ausgerechnet ich jetzt diese Wohnung bekomme? Und dann sagt er, sie schienen mehrheitsfähig. Jetzt, ich verstehe nicht. Also ich verstehe schon, war ganz Anfang von hier. Ganz, ich verstehe schon, aber falsch. Mehrheitsfähig, etwas mit Heizen verstehe ich, oder? Und überlege ich, ja, er denkt vielleicht, ich bin mehrheitsfähig, oder? Vielleicht hat Vorgänger nicht gut geheizt, also muss ich besser heizen, oder, um Wohnung zu behalten. Und, aber was muss ich besser machen? Hat Vorgänger falsch geheizt? Ja, man würde wahrscheinlich sehen, wäre verrußt Wohnung oder so, aber war nicht der Fall. Also nicht. Was hat er, vielleicht hat er zu wenig geheizt. Ja, auch das ist komisch. Könnte eigentlich Vermieter gleichgültig sein, oder wie er heizt. Aber und dann habe ich die Idee gehabt, vielleicht wegen älterer Frau direkt über Wohnung, ja, dass vielleicht im Winter zu kalt kommt von unten, immer schon etwas seltsam, extra neuen Mieter zu suchen, nur wegen alter Frau, aber und war nicht Mutter oder so von Vermieter, nein. Aber dann habe ich gedacht, war für mich möglichst die Erklärung von allen, aber bevor ich noch mehr Brennholz einkaufe, ich möchte die alte Frau direkt fragen und dann treffe ich sie im Treppenhaus einmal und frage sie, darf ich wissen, wie hat mein Vorgänger geheizt? Und sie sagt, weniger. Jetzt war klar, oder? Ich muss mehr heizen, oder? Und habe ich dann wirklich ganz enorm geheizt, also wirklich sehr, bis zu 30 Grad, war sehr unangenehm. Sehr unangenehm, Tabletten kommen herunter und alles war, also, und mit der Zeit war für mich einfach Wohnung zu heiß und zu teuer, auch alles zu kaufen und dann habe ich dann gewechselt und, aber gut, heute ist klar, heute kenne ich Bedeutung nur von, aber immer, wenn ich höre, mehrheitsfähig, wird mir ganz, ganz kurz heiß. Ja. Ja, da können Sie cooler bleiben. Ja, Sie haben, ja.